Hallo Freunde, willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Wir sind mit unserem Soldaten unterwegs. Coruscant haben wir hinter uns gelassen. Wir sind gerade noch im Orbit von Coruscant, deshalb wird es hier noch angezeigt. Bevor wir jetzt eigentlich loslegen, möchte ich zwei Dinge erledigen. Erstens, und das ist irgendwie das Wichtigste und entscheidet, ob wir mit der Aufnahme jetzt weitermachen. Heute, keine Sorge, mit dem Let's Play geht's weiter, aber ich habe gestern Abend mit meinem anderen Charakter gespielt und die Serververzögerung ging regelmäßig rauf auf ungefähr 15.000 Millisekunden und ich hatte zum Teil auch Disconnects. Was einfach daran liegt, dass jetzt Anfang Juli, wo ich das hier aufnehme, ein Event steigt. Vom 1. bis zum 5.7. gibt es doppelte Erfahrung. Anlässlich des Unabhängigkeitstags in Amerika und dementsprechend waren die Server gestern wohl ziemlich ausgelastet zu einer Uhrzeit, wo auch in Amerika gespielt wird. Und dementsprechend schaue ich jetzt mal, ob das jetzt etwas besser läuft. Ihr seht die Uhrzeit, zu der ich das jetzt aufnehme. Sollte also ein bisschen besser sein. Ich werde diese Serververbindungsanzeige ein bisschen im Auge behalten, während wir das zweite machen, nämlich Fähigkeitspunkte verteilen. Wir haben hier noch einen offen, schon eine ganze Weile, so wie es aussieht. Jetzt haben wir eigentlich ein bisschen Ruhe. Und wir können mal gucken, was wir da so alles zur Auswahl haben. Dazu mache ich ganz gerne noch das Fähigkeitsfenster auf. Wenn man nämlich hier zum Beispiel hartnäckige Verteidigung anguckt. Das ist eine passive Fähigkeit, verringert die Abklingzeit von Erschütterungsladung um 5 Sekunden. Ja, was macht Erschütterungsladung? Und bevor ich da jetzt sämtliche Skills hier durchgucke und ewig suche, gucke ich lieber Kommando, Erschütterungsladung. Die Sachen hier sind alphabetisch geordnet, das heißt, man findet die Sachen sehr schnell. Erschütterungsladung, okay, die haben wir auf der Leiste, die benutzen wir gelegentlich. Verursacht Elementarschaden, stößt Gegner zurück und werden verlangsamt. Das ist sehr gut für einen Fernkämpfer, um gegnerische Nahkämpfer von sich wegzudrücken, dann können die keinen Schaden machen. Und das hat 30 Sekunden Abklingzeit. Durch die Fähigkeit wird die um 5 Sekunden reduziert. Macht Sinn und ist eine ziemlich gute Geschichte. Zusätzlich wird Antriebsgeschoss 3 Sekunden verringert, die Abklingzeit. Antriebsgeschoss, hier haben wir nichts mit A, schauen wir bei den Soldatenfähigkeiten. Antriebsgeschoss scheinen wir noch nicht zu kennen. Kommt irgendwann aber noch. Verringert die Abklingzeit um 3 Sekunden und von Beharrlichkeit um 30 Sekunden. Beharrlichkeit haben wir hier auch nicht, ist bei Soldat dieses hier. Das haben wir auch hier unten in der Leiste. Das ist wichtig. Das sorgt dafür, dass wir wieder handlungsfähig sind, wenn ein Boss uns betäubt. Zum Beispiel. Bewegungseinschränkende Effekte und Schnickschnack. Hat 2 Minuten Abklingzeit. Geht also relativ selten, dass man das benutzen kann. Im Normalfall nur einmal pro Kampf. Aber hier 30 Sekunden Abklingzeitverringerung ist ziemlich gut. Das sind schon mal 2 sehr gute Effekte. Oh, plus Antriebsgeschoss, was ich noch nicht kenne, aber wird auch noch dazukommen irgendwann. So, Zellenkondensator, Zellen aufladen. Das ist die Fähigkeit hier unten. Lädt über 3 Sekunden 50 Kraftzellen auf. Wir wissen hier unten Munition. Das sind unsere Kraftzellen. Und für unsere Fähigkeiten verbrauchen wir die Kraftzellen. Nehmen wir zum Beispiel mal den Schusshagel. Der braucht zum Beispiel keine. Sehr gutes Beispiel. Kraftzellen 15 für das Brandgeschoss. Oder Kraftzellen 15 für den Effektivschuss, 20 fürs Sprenggeschoss. Also wir verbrauchen für alle unsere Fähigkeiten diese Kraftzellen. Zellenkondensator hilft uns im Normalfall noch mehr Kraftzellen wiederherzustellen und beschleunigt uns auch. Also wir können dann die Schnelligkeit, die Fähigkeiten etwas schneller einsetzen. Allerdings ist mir aufgefallen, ich habe Zellenaufladen bisher noch überhaupt nicht gebraucht in dem Kampf. So lange Kämpfe hatten wir bisher noch nicht, dass das irgendwie wichtig gewesen wäre, denn der Charakter regeneriert diese Zellen ohnehin permanent, auch im Kampf. Im Kampf langsamer als außerhalb des Kampfes, aus Balancegründen, aber trotzdem regenerieren wir. Ist in meinen Augen also erstmal nicht so wichtig. Außerdem 15 zusätzliche zu regenerieren, wenn man schon 50 hat über 3 Sekunden, erscheint mir jetzt erstmal nicht so wichtig. Später, wenn man in einem Raid unterwegs ist mit einer großen Gruppe und wirklich zähe Kämpfe hat mit wahnsinnig starken Bossen und so weiter, bestimmt super.
Gerade als Heiler braucht man dann die Möglichkeit, Kraftzellen aufladen zu können. Aber im Moment solo nicht so wichtig. Erschütterungskraft, Sprenggeschoss lähmt und Schnickschnack. Ihr könnt euch die Sachen auch jederzeit gerne durchlesen. Ich gehe jetzt mal kurz drüber, drückt einfach Pause, wenn das entsprechende Zeug kommt. Ich habe mir das vorweg schon mal ein bisschen angeguckt. Extrem sinnvoll finde ich ist das Kettengeschütz. Einfach weil das den Schusshagel um 25% stärker macht. Und das ist unsere große Flächenfähigkeit zusätzlich zum Mörserhagel. Und das benutzen wir hauptsächlich, weil es keine Abklingzeit hat. Und hartnäckige Verteidigung, mit dem wir sind wieder schneller einsatzbereit und ähnliches. Das ist eine eher defensive Sache, eine eher offensive Sache. Im Moment bin ich für die Offensive, da wir das die ganze Zeit benutzen und wir noch überhaupt keine Probleme hatten mit irgendwelchen Kämpfen. Dementsprechend bleibt es erstmal hierbei. Nächste Fähigkeit hier in Fachkundig wird dann allerdings hartnäckige Verteidigung, weil die anderen Sachen entweder nicht sehr nützlich sind, da wo wir im Moment sind im Spiel, oder solche Geschichten, wir laden 20 Kraftzellen auf, wenn wir betäubt, gelähmt, niedergeschlagen oder sonst wie unschädlich gemacht werden. Da plant man schon, dass man nicht viel macht. Finde ich sie wenig sinnvoll. Das ist auch wieder eher eine Raid-Fähigkeit, also für wirklich große Sachen, die man solo nicht machen kann, weil man es dort nicht verhindern kann, dass man eben unschädlich gemacht wird. Gut, nächste Mission. Wir sollen nach Port Raga und dort gegen den Geist kämpfen. Sie hat einen Senator entführt, wenn ihr euch erinnert. Und dann werden wir sie einfach mal aufhalten, wenn es klappt. Muss ich nur wieder rausfinden, wie ich hier zum Schiff rauskomme. Nee, das wäre die Waffenkammer. Könnte es hier beim Ausgang probieren. Dann wollen wir mal. Wie sieht das Gebiet aus? Ziemlicher Kreis. Ich hoffe, das wird keine Hetzjagd hier quer durch. Republikanische Soldaten sind schon vor Ort. Jaxo, dich kenne ich doch. Ich wäre ja lieber irgendwo privat begegnet und nicht gerade während einer Geiselnahme. Aber es geht wohl nicht anders. Wir könnten nach Nar Shaddaa, dort steigt derzeit richtig die Sause. Wir werden es schon noch schaffen, uns irgendwann mal allein zu treffen. Das würde mir wirklich gefallen. Also, Port Raga ist in Privatbesitz und offiziell neutral. Aber der Geist und ihre Freunde ziehen hinter den Kulissen die Fäden. Meine Jungs und ich haben es geschafft, die Sensoren zu manipulieren, damit ihr unauffällig landen könnt. Aber sobald ihr den Fuß aus diesem Hangar setzt, geht die Party los. Okay. Wissen wir, wie es dem Senator geht? Weil wenn der schon futsch ist, können wir ganz anders vorgehen. Wisst ihr, wo sie Grasul festhalten? Ja, aber das sind eher schlechte Nachrichten. Der Geist hat Grasul am anderen Ende der Station in einen Hangar gesperrt. Der wird schwer bewacht und außerdem gibt es da Sprengstoff. Nicht genug, um die ganze Station hochzujagen, aber es reicht, um jedem den Tag zu vermiesen, der sich im Hangar befindet, wenn es knallt. Seht euch vor da drin. Okay, gut zu wissen. Danke für den Bericht, Sergeant. Keine Ursache. Ich würde sagen, es ist Zeit, dass wir unseren Senator da rausholen. Meint ihr nicht auch? Na dann. Chaos-Trupp, los geht's. Endlich. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ja, es könnte sein, dass ich den Soldaten inzwischen ein bisschen anders spiele als in den letzten paar Episoden. Ich war zwischenzeitlich mit Schmuggler und Sith unterwegs und die verhalten sich ein bisschen so ganz anders als Soldaten. Aber wir gucken einfach mal. Wird schon werden. Ah, er möchte mit uns reden. Kein Problem. Okay, du machst eine Menge Schaden. Gefällt mir. Dann kriege ich tatsächlich das Gefühl, dass das einfach wird. Ziemlich. Gut. Goldene Gegner.
Silberne Gegner. Was hätten wir sonst noch? Gegner, Gegner. Links oder rechts? 15 dieser Truppen. Das machen wir noch. Das heißt, hier geht's. Diese blöde Kante dort macht es ein wenig schwierig, genau das zu treffen, was ich will. Verflixt. Bisschen zu langsam. Wir hätten den vielleicht zuerst ausschalten sollen, dann wäre die Heilung auf jeden Fall ins Leere gegangen. Gut, fast 1700. Wenn der so weitermacht, kann ich bald auf Urlaub gehen. Bleiben noch 8 Nebeneinsätze. Kann man gerne mal mitnehmen. Sonst wird es unter Umständen ein bisschen eng mit der Erfahrung. So, bis zu dem Punkt, wo wir dann Richtung Coruscant und, nicht Coruscant, Tatooine unterwegs sind. Das war's dann wohl. Ja. Bleiben noch 4. Gehen wir mal davon aus, dass hier drüben auch noch welche unterwegs sind, denn, oh, so groß ist dieser Kreis gar nicht. Gut, machen wir sie doch erstmal alle hier kaputt, sonst stehen wir gleich vor dem Geist und die ganze Nummer ist vorbei. Das wäre natürlich dann ärgerlich. Besiege die heimtückischen republikanischen Truppen. Ich hoffe, dass das klappt. Galt auch nicht. Klar, das ist ein imperiales Kommando. Da brauche ich nicht mit republikanischen Truppen anzufangen. Lesen hilft. Also schauen wir doch mal hier durch. Vielleicht Vielleicht finden wir dann doch noch, was ich suche. Das sind heimtückische. Und das war die Nebenmission. Sehr gut. Hervorragend, das flutscht hier richtig. Alle kaputt. Jorgen, du machst zu viel Schaden, Junge. Das ist ja übel. So, Rekrut, Kampfsoldat. Rekrut, Kampfsoldat. Machst du mal den da? Du brauchst bald ein größeres Stück Papier, fürchte ich. Das ist ja eine Monsterliste inzwischen. Gut, da heilen wir kurz. Dann sind wir richtig fit, wenn das gleich losgeht. Außerdem müsste man mal gucken, welches Level hat die Ausrüstung. Immer noch Level 10 und Level 18. Okay, bevor wir zum nächsten Planeten losmachen, könnten wir mal gucken, ob wir uns um neue Ausrüstung bemühen. Das ist eigentlich zu einfach mit ihm. Noch einfacher damit, ganz klar. Aber das wird auch nicht mehr ewig reichen, dass solche Container die Gegner hier mit einem Treffer umwuppen. Die werden mit der Zeit auch stabiler. Wer zum... Oh, ihr. Ich hätte wissen müssen, dass Gasser versucht, das alles
winzigen kleinen Familie bleibt. Jetzt steht da nicht nur rum. Ihr wisst, wie man Bomben entschärft, oder? Der Geist sagte, dass sie explodieren würden, wenn ich den Raum verlasse. Sie hat auch eine Fernzündung, also beeilt euch. Okay, immer locker. Keine Sorge, Sir. Ich hole euch hier raus. Ich bin kein Kind, das beruhigt werden muss, Lieutenant. Diese Verräterin wollte mich zwingen, eine Erklärung zu verlesen, dass der Senat den Chaos-Trupp auf Ando Prime offiziell aufgegeben hat. Das klingt nicht gut. Es interessiert mich selbst, warum ihr den Chaos-Trupp aufgegeben habt. Der Chaos-Trupp hat uns aufgegeben. Er ist auf Ando Prime eingefallen und hat dadurch einen massiven Vergeltungsschlag des Imperiums ausgelöst. Könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn die Öffentlichkeit davon erfahren würde? Der Senat wäre einer Feuersbrunst ausgesetzt. Unsere gesamte Urteilskraft würde in Frage gestellt. Und General Garza und die Sondereinheiten kämen als Erste auf den Scheiterhaufen. Puh. Das ist der Fehler des Senats, nicht der der Sondereinheiten. Der Senat hat seine Pflicht getan. Gazas Rücksichtslosigkeit würde einen Krieg entfesseln, den die Republik nicht gewinnen kann. Ich gebe zu, ich würde gerne das Gesicht dieser Verräterin sehen, wenn all ihre Bomben auf einmal deaktiviert werden. Es wäre unbezahlbar zu sehen, wie sie sich feige aus dem Staub macht, wenn sie sich ihres Versagens bewusst wird. Wenn ich euch rette, wird der Geist meine Anwesenheit bemerken? Anhand ihres Fernzünders wird sie sicherlich sehen, dass die Bomben nicht mehr funktionieren. Dann wird sie die Flucht ergreifen. Und da haben wir jetzt ein kleines Dilemma. Entweder wir retten ihn, dann entkommt der Geist, oder wir schnappen uns den Geist, dann stirbt er. Denn sobald der Geist uns sieht, benutzt sie den Fernzünder, um die Bombe zu sprengen. Wenn ich euch rette, entkommt mir ein Ziel. Erinnert euch daran. Euer Ziel ist es, mich zu retten, Lieutenant. Kümmert euch jetzt um diese Bomben. Ziel ist es, ihn zu retten. Jada, jada, jada. Ihr untersucht die Bombe. Wie schwer kann es sein? Bomben sind selten Meisterwerke der Ingenieurskunst. Sie sollen billig und schnell herzustellen sein und einen großen Knall hinterlassen. Zieh einfach irgendeinen Stecker raus. Verdammt, sie hat die Bombe zum Teil mit Klebeband zusammengemacht. Wie schwer kann's sein? Das Fachgebiet unserer Soldaten war die Aufklärung, richtig? Die haben lustige Kurse bei der Aufklärung, muss ich schon sagen. Der siegte die Kammer. Ja, super. Das hätte die Sequenz jetzt auch noch gerade machen können. Brauchen sie so einen Dummy, der hier auf Knöpfe drückt oder was? Ah, Knöpfe drückt. Richtig. Die große leuchtende Konsole, die nicht ganz konform ist mit... Ach, egal. Frag mich, was für ein Sprengstoff die in die Fässer gepackt hat. Wenn es billig und bumm sein soll? Ja. Anfo. Sind wir jetzt in Sicherheit? Sind alle Bomben deaktiviert? Ja. Wir können gehen, Senator. Gut. Weiter, Lieutenant. Wir müssen diesen schrecklichen Ort verlassen. Übernehmt die Führung. Auch noch. Na, jetzt ist der Geist auf jeden Fall weg. Naja, bringen wir den Senator in Sicherheit. War ja klar. Ein
Der Senator schießt mit. Das ist nett. Da haben wir noch mal einen dabei, der ein bisschen was kann. Silber ist er. Level 18. Wofür braucht er uns? Mensch, Jorgen, da musst du mehr Schaden machen, wenn der bis zu dir kommt. Gibt's ja wohl nicht. Und da haben wir sie ja. Sergeant Juxo. Dann bring du mal den Senator in Sicherheit. Seht mal, wer hier ist, Jungs. Schön, dass ihr wieder in Sicherheit seid, Senator. Wer oder was seid ihr? Söldner? Das ist ja lächerlich. Oh, natürlich. General Gaza heuert laufend Söldner an, um republikanische Senatoren zu retten. Ja. Das sind getarnte Mitglieder der Sondereinheiten. Fantastisch. Da wären mir Söldner fast lieber gewesen. Unseren liebenswürdigen Freund hier habt ihr also gerettet. Gute Arbeit. Konntet ihr auch den Geist ausschalten? Sie bekam Wind von der Sache, als ich den Senator gerettet habe. Sie ist geflohen. Ich glaube, bei eurer Wahl habt ihr den Kürzeren gezogen. Der Geist muss noch besser sein als ihr Ruf. Wir haben jedoch jeden Zentimeter überwacht, aber keiner hat sie gehen sehen. Bringt mich endlich jemand auf ein Schiff nach Coruscant? Oh, keine Sorge, euer Durchlaucht. Ihr fliegt mit uns mit. Coruscant ist die Richtung, da vorne ist die Luftschleuse. Luft anhalten, hast es gleich hinter dir. Wow. Ich schulde euch was, Juxo. Uns wird sicherlich etwas einfallen, um es wieder gut zu machen. Außerdem werden wir bestimmt eine tolle Zeit miteinander haben, nicht wahr, Senator? Ja, ich bin begeistert. Was, du lebst noch? Ich weiß, ihr müsst Gaza Bericht erstatten. Aber danach solltet ihr mich bald mal auf Coruscant besuchen. Komm doch nach Nar Shaddaa. Wir veranstalten eine kleine Siegesfeier. Nur wir beide. Was meint ihr dazu? Ja, Nar Shaddaa, Glatteis-Kantine. Kommst du vorbei? Ne, Hinterzimmer? Ich bin dabei. Abgemacht. Lasst mich nur nicht zu lange warten. Sonst schickt mich Gaza zum nächsten Einsatz. Wir wollen doch unsere Chance nicht verpassen. Also dann, passt auf euch auf. Yay. Okay, das wäre geschafft. Den Senator haben wir gerettet. Dann schauen wir mal. Holoterminal und Jorgen. Ich denke, das ja, sollte passen. Ein bisschen Urlaub. Sprich mit Sergeant Juxo. Cool. Die ziehen das echt durch, oder? In ihrem Apartment im schwarze Sonne-Gebiet auf Coruscant. Was zum Geier. Naja, wenn wir eingeladen sind. Wir haben nur leider im Moment höllenviel zu tun. Bin mir nicht so ganz sicher, ob das wirklich clever ist, nochmal nach Coruscant zu fliegen. Deswegen ein hässliches Schiff. Guti. Holoterminal machen wir mal als erstes. Ah, Lieutenant. Ich habe gerade mit Sergeant Juxo gesprochen. Gratulation. Die Rettung von Senator Krasul ist sehr nützlich für uns. Wir brauchten jemanden im Senat, der uns einen Gefallen schuldet. Gute Arbeit. Ich glaube nicht, dass der das so sieht. Ich habe nur meinen Job. Etwas sehr Wichtiges erreicht. Diese Aufgabe war sogar wichtiger als eure Jagd nach Tavus und den anderen Verrätern. Ihr seid vor Ort, Lieutenant. Ihr seht, wie weit das Imperium schon seine Fühler ausstreckt. Ein Angriff steht schon bald bevor. Wenn wir die Truppen des Imperiums daran hindern wollen, brauchen wir die Unterstützung des Senats. Wir brauchen Verbündete. Na dann. Ich bin froh, wenn ich unserer Sache dienen konnte. Ja. Ihr habt uns wirklich sehr geholfen. Eine Sache noch, Lieutenant. Ich war enttäuscht zu hören, dass der Geist fliehen konnte. Sie kann großen Ärger machen. Mach Sachen. Echt jetzt? Wenn ich mir den Geist geschnappt hätte, wäre Krasul gestorben. Dann war es wohl wirklich die richtige Entscheidung. Der Senator nützt uns auf jeden Fall mehr, wenn er am Leben ist. Also,
Unsere Techniker haben die zwei ersten Datensätze der Relaisstation auf Coruscant dekodiert. Eure ersten beiden Ziele befinden sich auf Taris und Nar Shaddaa. Schon wieder Nar Shaddaa. Das wäre doch toll gewesen, aber nö. Taris und Nar Shaddaa. Ich mache mich sofort auf den Weg. Viel Glück. Gaza Ende. Alles klar. Dann reden wir noch kurz mit Jorgen. Dem liegt da bestimmt was irgendwie. Was ganz Wichtiges. Der Seele. Mach ich mal ein bisschen lauter, weil es einfach arg leise ist gerade. Ich habe mir eure Dienstakte vor dieser ZR-57-Operation angesehen und wollte mit euch darüber sprechen. Ihr habt die Akademie wirklich beeindruckt. Beschleunigte Ausbildungsprogramme, Empfehlungen eurer Lehrer, Abschluss mit Bestnoten. Das liest sich wirklich gut. Aber ein Klassenzimmer ist kein Ersatz für Felderfahrung. Da hat er recht, bitte. Ihr habt doch gesehen, wie ich mich auf Ort Mantell geschlagen habe. Ich weiß, was ich tue. Im Alleingang eine Separatistenarmee zu erledigen, zeugt von Mut, nicht von Führungsqualitäten. Als ich beim Todestrupp anfing, war Lieutenant Vaughn mein Kommandant. Ausgewiesener Kriegsheld mit Auszeichnungen und allem. Wenn er einen Befehl gab, haben wir ihm blind vertraut und ihn ausgeführt. Ein Trupp braucht diese Art von Hingabe, um effektiv operieren zu können. Du sagst also, wir brauchen einen anderen Anführer hier, ja? Sagt ihr etwa, dass ihr mir nicht vertraut? Ich sage nur, dass es für Vertrauen mehr bedarf als eine schicke neue Beförderung. Der Chaos-Trupp ist die Elite-Einheit der Republik. Wir übernehmen die Missionen, die sonst niemand meistern könnte. Verräter oder nicht, Tavus ist ein harter Brocken. Fühlt ihr euch dem gewachsen? Ich denke ja. Sonst würde ich wohl kaum den Chaos-Trupp kommandieren. Gute Antwort. Ihr habt Selbstvertrauen und jede Menge ungeschliffenes Talent. Vielleicht schafft ihr es tatsächlich. Was zum Teufel war denn das für ein Gespräch? Okay, pass auf. Wir tun ihm heftiges Schlafmittel ins Getränk und rasieren ihn heute Nacht. Ich hab die Schnauze voll. Glaubt ihr, dass der Chaos-Trupp bald zu einer richtigen Einheit wird? Mir wäre es ehrlich gesagt recht, wenn wir zwei Leute bleiben. Ich werde mehr Soldaten rekrutieren, sobald ich Kandidaten finde, die es wert sind. Das macht Sinn, ja. Sobald diese Einheit wächst, werden die Erwartungen an uns, an euch, nur noch größer werden. Dieser Kommandantenposten könnte sehr schnell sehr anstrengend werden. Ja, ich weiß, und wenn es zu viel wird, dann bleibe ich im Raumschiff hinterm Schreibtisch, mache Papierkram und gebe euch per Funk Befehle. Ihr habt sowieso viel mehr drauf als ich. Ich bin für eine leitende Position geboren. Nein, bin ich nicht. Genießt es, solange ihr könnt. Einen Trupp zu kommandieren ist kein Spaziergang. Es gibt nichts Schlimmeres, als zwischen dem Erfolg einer Mission und dem Tod seiner Männer wählen zu müssen. Ein Anführer muss dazu bereit sein, derartige Entscheidungen über Leben und Tod zu treffen. Für Zweifel ist da kein Platz. Ach was, wir bolzen einfach alles zusammen, was sich uns in den Weg stellt. Das läuft schon. Guter Punkt. Ich werde ihn beherzigen. Ihr werdet euch sicher gut schlagen. Immerhin habt ihr uns schon weit gebracht. Wir sind noch nicht mal weg von Coruscant. Jorgen, du bist irgendwie ganz komisch drauf. Okay, ich würde sagen, für heute lassen wir es gut sein. Wir schauen mal, dass wir als nächstes dann die Reise nach Taris machen. Vorher schaue ich aber noch mal kurz nach der Ausrüstung. Wobei, die könnten wir auf Taris kaufen. Also dann, nächste Episode, Flug nach Taris. Ausrüstung kaufen wir vor Ort. Wie sich das für eine Spezialeinheit gehört. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Adios, Steif. Ciao, Freunde.